Dieser Park geht zugrunde und braucht einen Experten. Ich wusste nicht, dass ich ein Experte bin. Trotzdem könnte ich jetzt reingehen und oder ich könnte jetzt hier mir Sachen kaufen, Attraktionen und sonst irgendwas. Und das ist doch auch ziemlich nice. Aber ich würde mal sagen, die ersten Sachen, die schmeißen wir einfach so rein. Und den Rest machen wir dann ordentlich, die letzten paar Missionen. In Grundausbildung Wald. Ah, schau dir das an. Du erkennst es doch auch, oder? Das Potenzial. Viele Leute denken nur an Scheitern, wenn sie einen herunterkommenden Park wie diesen sehen. Ich hingegen sehe Chancen. Klar, er wirkt nicht gerade glamourös. Aber du hast das Zeug dazu, ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Okay. In diesem Park beherrscht das pure Chaos. Wir sollten den Hausmeister einstellen, um hier aufzuräumen. Okay, geil. Jetzt müssen wir erstmal einen Hausmeister einstellen. Aber ich glaube, wir öffnen gleich drei. Genau, wir sollten auch drei einstellen. Das ist okay, gut. Und guck mal, der Weg ist noch nicht verbunden. Deswegen müssen wir hier auch noch verbinden. Aber ich glaube, ich soll ja erstmal ein Tutorial machen. Deswegen gehen wir nach einem Tutorial. Wir sollen noch einen Hausmeisterstand bauen. Den werden wir einfach mal hier daneben klatschen. Oder auch nicht. Den können wir hier hinbauen, schön. Oh, guck mal, hier ist, glaube ich, noch besser. Schön, geil. Den öffnen wir natürlich auch, schicken auch noch drei Leute raus. Gucken wir mal. Okay, es steht nicht, dass wir den hier verbinden sollen, aber ich verbinde den mal, damit es ordentlich aussieht. Hier, einen kleinen dünnen Weg. Okay, ist der falsche. Kann ich das nicht ändern? Muss ich den echt abreißen? Wählen Sie die Mülleimer aus dem Weg, Dekoration. Okay, wollen wir mal Mülleimer bauen, nicht wahr? Wir nehmen natürlich nur die Standards. Wir brauchen kein Recycling oder sowas. Wir machen einfach die Standards. Guck mal, hier sind sehr viele Leute. Bauen wir hier einen hin. Dann hier noch. Oh, und hier bestimmt auch noch, oder? Nee, wo wollen wir noch hinbauen? Leute, sagt es mir. Ich weiß es nicht. Ah, wieder was geschickt. Meine Güte, erscheint. Manche Besucher müssen auf die Toilette. Ich habe keine Toilette? Ach du Scheiße. Parkservice. Wie konnte der Park überhaupt überleben? Das frage ich mich jetzt ganz stark. 0 Euro, das geht eigentlich. Also 0 Dollar, das geht schon. Das erfreut mich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen. Oh, der Park hat ja überhaupt nichts. Hier Mechaniker soll man auch noch einstellen. Ach du Scheibenkleister. Und wo sollten wir den hinbauen? Hier ist nicht so direkt. Oh, guck mal, macht man hier. Ich entscheide, wie viele Mechaniker kommen. Drei Leute und wir öffnen das ganze Ding. So muss es sein, Leute. Ist auch gut, dass nochmal so ein richtiges Tutorial kommt, weil ich hätte jetzt so vieles vielleicht nicht mal gewusst. Klar, die einfachen Sachen geht natürlich schon. Klicke auf den Reiter Patrouillenzone. Achso, wir sollen auf den Mechanikerstand klicken. Achso, Patrouillenzone. Füge ein Gebiet hinzu. Okay. Alter, was passiert denn hier jetzt alles? Schnell zu finden. Geht was? C-Symbol. Was? Hä? Okay, wir sollen jetzt ja erstmal. Das ist ja nur Information, glaube ich mal. Mechaniker, Patrouillenzone, Zone 1. Bearbeiten? Okay, schließen. Wie kann ich den jetzt. Ich soll einen Mechaniker dort reinziehen. Okay. Hä? Und wie mache ich das jetzt? Ich kriege den Mechaniker nicht. Ah, rechtsklick. Klar, okay. Ha, jetzt hat er seinen Patrouille. Jetzt muss er sich darum kümmern. Ah, okay, gut. Ist er doch da? Stand das da mit dem Rechtsklick? Das will ich jetzt gar nicht. Gedanken der Besucher. Wählen. Infofenster. Achso, wählen Sie einen Besucher aus. Dann hier. Ich bin verschöpft, ich bin am Verhungern, ich bin hungrig, etwas bauen, und zwar ein Essenstand. Flora Klarurisch, oder wie man das auch immer ausspricht. Bauen wir jetzt schön einen Burgerladen hier, schön am Anfang rein. Da brauchen wir, glaube ich, noch eine Mülltanne. Und müde sind sie auch, ne, dann brauchen sie noch was zu sitzen, das ist auch kein Problem. Rainbow! Fucking, bin ich bescheuert, okay. Ein Beeinflusser, Besucher. Kelle K kommt. Stellen Sie sicher, dass der Park vor ihm vorbereitet ist. Wenn er glücklich nach Hause geht, wird die Bekanntschaft des Parks okay. Er kommt in 30 Tagen. Hm? Achso, Spielzeug sammeln. Ich wollte gerade so, hä, was sind das für ein Lied? 50 Voller. Oh, wie süß.
Kindersouvenirs. Wir sollen Kindersouvenirs kaufen. Ach du Scheiben, da ist der Souvenirladen. Ist das so eine Kinder? Zielleiter. Ja. Okay, Leute, jetzt müssen wir jetzt nur noch warten, bis der Kunde kommt. Obwohl, wir können eigentlich schon die Zeit nutzen, um die anderen Ziele noch zu machen. Für Kinder. Ich habe doch für Kinder gekauft. Hä? Ist doch für Kinder, oder? Bin ich gerade bescheuert. Kaufen wir noch einen echt Bärigen hier. Keine Ahnung. Gut. Wir machen eigentlich schon mal hier Servicegebäude. Ah, wir müssen 3 Toiletten bauen. Okay, das können wir auch noch hin. Was denn jetzt, wenn ich diese Mission außerdem fehlschlage? Was passiert dann? Oh, ich habe nicht genug Geldmittel. Das ist natürlich nicht so gut. Lass mal ein bisschen vorspulen. Achtung, der Cashflow ist niedrig. Aber was ist das für ein Gequietsche? Ach, das Ding hier. Oh, ich kann den Darlehen aufnehmen? Das wusste ich ja noch nicht. Ja, das wurde mir ja noch nicht beigebracht, also. Wir werden mal kurz den Preis erhöhen. Ich hoffe mal, es reicht ein bisschen. So, und morgen. So. Jetzt kommt dieser Berühmte. Was? Ich kann ihn hier, warte mal. In Florida ist mein Park drin, okay. Tech Truth the Map. Welche Map? Welche Map? Welche Map? Wurde kann noch keine Map beigebracht. Sehe ich den vielleicht auch so irgendwie? Wo ist die Map? Ich will die Map haben. 28 Tage bleibt er hier. Ach du Scheiße. Machen wir mal vorspulen. Ha! Er hat sich was gekauft. Oh, er macht einen Depp. Es hat sich gelohnt. Ich habe ein tolles neues Souvenir ergattert. Deswegen ist er hergekommen? Missionserfolg. Ich habe es erreicht. Dann gehen wir mal auf Spielen. Wir wollen noch ein bisschen was weitermachen. Wir haben noch ein paar Nebenmissionen, die wir ja gerne noch schaffen möchten. Obwohl ich natürlich Minusgeld habe. Aber vielleicht können wir noch ein kleines bisschen so reden, Leute. Das würde mich auch mal noch freuen, wenn wir noch so ein bisschen reden können. Wir brauchen ja nicht mehr so viele Leute, glaube ich, hier an Angestellten. Deswegen reicht hier eigentlich auch einer. Und hier können wir eigentlich so zwei machen. Was? Was waren jetzt? Parkschönheit. 100.000? Nee, 1000? Was? Hä? Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Aha, wir sollen Recycling-Tonnen sollen wir auch noch bauen. Okay. Und wir sehen, wir kriegen auch langsamer Geld. Das ist auch mal schön. Oh, da kommt schon der Gourmet Georg. Was möchte denn der haben? Hey Leute, am 11. Oktober wandle ich wieder auf Kundelnagen, Pforten, Grundabzugwald. Ich freue mich schon darauf, einen Bewertung zu schreiben. Was will er haben? Es steht nicht da, was er haben möchte. Naja, gut, dann steht hier noch irgendwie was. Ein hochwertigen Restaurant. Ja. Ich glaube mal, das können wir uns nicht so leicht leisten. Wir sind ja immer noch im Minus. Oh, ich brauche einen Kredit. Wo kann ich einen Kredit aufnehmen? Also ich lasse schon hier eine lange Zeit laufen, aber ich weiß nicht, wo ich einen Kredit aufnehmen kann. Das wurde mir ja bis jetzt noch nicht gesagt. Aha, Parkeinkommen, Themen. Aha, das kann man auch sehen. Das ist ja mal geil. So Leute, wir brauchen unbedingt Geld. Komm, 10 Euro der Eintritt. Mehr nicht. Mehr will ich nicht verlangen von euch. Ich glaube, ich muss auch mal den Rest ein bisschen teurer machen. Ach guck mal, ein Burgerladen hat noch zu. Das erklärt natürlich einiges. Ah. Wir haben leider nichts geschafft. Naja, Fehlschuss. Naja, dann ist es eben so. Naja, gut. Aber wir machen langsam wieder Plus. Das erfreut mich auch sehr. Wir müssen auch was zu trinken bauen. Weil ich glaube, sonst verdursten auch mal meine Leute hier. Aber wir haben ja kein Geld. Ja, wer hätte das gedacht? Ah, ich weiß, wie ich ein Darlehen aufnehmen kann. Oh, ich habe es gefunden. Darlehen aufnehmen. Ja, Darlehen aufnehmen, bitte. So können wir jedenfalls die Mission mal schnell fertig machen. Und zwar brauchen wir noch eine Toilette. Eine einzige noch. Das geht ja schnell. Ich möchte nämlich noch schnell die paar Pünktchen bekommen. Es soll ja kein Superpark hier werden. Es soll ja einfach bloß so... Noch was wären so Recycling-Tonnen, brauchen wir noch ein paar. Wir sollen 25 Dekorationen platzieren. Ach du Scheiße. Eine Bunny Bench. Dann können wir hier noch eine schöne Märchenfassade bauen. Das, was sich jeder Typ wünscht in einem Park. Schön. Hier kommen wir noch, können wir davor. Man könnte jetzt eigentlich mal testen, wie so manches aussieht. Jo, erstmal ein Atari hinsetzen, warum auch nicht. Das sieht doch lustig aus. Könnte man eigentlich fast so lassen.
Zielobjekt. Können wir noch hier so schön. Haben wir hier nicht noch? Ah, hier. Komm hier schön in die Mitte rein auf die Blumen. So ein goldenes Ding pflanzen, warum auch nicht? Slow, Klo. Alter. Ja klar, ich mache hier klar erstmal Winter draus. Oh, ein Bogen. Ja, wir testen jetzt erstmal noch ein paar Sachen. Und ich möchte jetzt eigentlich nur die Erfolge schnell bekommen. Aber wir sollen doch 25 Tonnen setzen. Ich habe gedacht, ich kann einfach setzen, was ich möchte. Oh, Scheinwerfer. Oh, ist das geil. Na, dann machen wir es mal ganz schnell. Ha, da haben wir es geschafft. ein Taco und ein Ballonkumpel. So Leute, da haben wir jetzt alle geschafft. Und da können wir in die nächste Mission gehen. Machen wir natürlich im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und wow, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schau dir diese lächelnden Gesichter an. Gut gemacht. Hört man auch gerne. Hauptmenü. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei einer neuen Mission. Wenn ihr Bock drauf habt. Ciao, ciao.